Hi Leute, weiter geht's mit Let's Retro Pokémon, die Goldene Edition. Wir haben beim letzten Mal ein wenig die Alpha-Ruine erkundet und wir sind dann hier weiter auf Route 230 und haben uns ein Voltilam gefangen. Auch zwei Inkognito haben wir gefangen. Inkognito. Aber gut. So, Leute, ich möchte jetzt zurück nach Viola City zum Pokémon Center. Und dafür gibt's einen Grund. Denn Dummiese, Leute, wenn ich mich nicht irre, ist ein Pokémon, das sich nicht entwickeln kann. Und ich würde schon gerne erstmal Pokémon trainieren, die sich entwickeln können, damit wir möglichst unsere Pokédex vollkriegen. Und wir haben beim letzten Mal Voltilam gefangen und Voltilam ist ein Pokémon, das sich entwickeln kann. Deswegen möchte ich die gerne austauschen. Dummiese kommt aber nicht in Box 1. Sondern eine andere Box, in Box für bereits voll entwickelte Pokémon. Und da muss ich dann noch nachsehen, welche Box wir dafür nehmen. Dummiese erreicht Level 6, super! So, auf Route 32 müssen wir auch noch telefonieren. Haben wir ja noch nicht gemacht. Alpha-Ruine eigentlich auch noch. Wäre ich gespannt, was sie sagen, aber naja. So, bevor wir Dummiese ablegen, wird das natürlich geheilt. So, Pilz PC. Box wechseln, wir nehmen. Wir haben Box 3, Leute, für die Inkognito. Das heißt, wir werden auch Box 4 dafür haben. Ich würde Box 5 also für bereits voll entwickelte Pokémon hernehmen. Dann Box 10 vielleicht für Pokémon, die voll entwickelt sind und alle Attacken haben. Und ab Box 14 alle Pokémon, die auch schon Level 100 erreicht haben. Das heißt, wir wechseln jetzt erstmal auf Box 5. Können dort jetzt Dummiesel ablegen. Kann ich hier auch die Beere wegnehmen? So, Item nehmen. Kann ich eigentlich? Das wäre jetzt auch interessant, Leute. Das versuche ich mal. Pokémon bewegen. Hier ist mein Team und ich habe hier Dummiesel. Wechseln und zwar in Box 5. Perfekt. Das geht viel schneller. Haben die eigentlich Items? Nein. Voltilam hat auch keins. Und jetzt nehmen wir Voltilam und wechseln das in unser Team. Voltilam ist Level 6, das passt mit Bisor. Super! Ja, perfekt, Leute. Dann müssen wir die Box eigentlich fast nie wieder wechseln. Wechseln wir wieder zurück auf Box 1. Das ist die Box, in die neue Pokémon kommen. Mir gefällt das, Leute. Wir müssen nicht mehr die Box wechseln, außer sie wäre irgendwann mal voll. So, aber Leute, sehen wir mal nach. Also Voltilam kann sich entwickeln, Wieso kann sich entwickeln, Hutut kann sich entwickeln, Weberer kann sich meines Wissens nach auch entwickeln und Igelav ist unser Starter-Pokémon. Das möchte ich komplett trainieren, bis es Level 100 ist, Leute, und dann erst holen wir uns ein anderes. Super, aber Voltilam braucht natürlich noch ein Item. Oder können wir die Antipa-Beere hergeben? Dann muss es noch geheilt werden. Wir haben es ja ziemlich angegriffen. Wobei, ich glaube, ich habe gesehen, dass es volles Leben hat. Werden Pokémon jetzt ab der zweiten Generation geheilt, wenn sie in die Box kommen? Naja. Einmal mehr geheilt ist besser als einmal zu wenig geheilt.
Huch! Togepi schlüpft aus dem Ei! Möchtest du Togepi einen Spitznamen geben? Nein. Wir haben ein Togepi, Leute! Welche... Muss ich gleich mal nachsehen. Welche Attacken kann eigentlich Voltilam? Tackle und Heuler. Kennen wir beide schon. Welche Attacken kann Togepi? Heuler kennen wir und Charme. Senkt den Angriffswert des Gegners enorm. Es kann also nicht angreifen. Was es aber kann, Leute, ist sich entwickeln. Bleibt also im Team. Und bekommt ein Item. Eine Antiparbeere. Gut. Speichern wir das und dann wird's... Wir rufen dann von der Route 32 aus an, Leute. Damit wir von dort aus auch gleich unsere Anrufe getätigt haben. So, hier ist Route 32, oder? Ja, genau. So, dann... Pokécom. Erstmal Mama. Hallo? Oh, hey, Winder. Hart am Arbeiten? Wow, du besuchst Route 32? Viel Glück bei deiner Suche nach Pokémon. Nebenbei, du hast 677 Pokédollar gespart. Willst du weiter sparen? Ja. Okay, ich werde dein Geld sparen. Winder, mach weiter so. Drück dir die Daumen! Professor Linden rufen wir als letztes an dieses Mal. Julian! Hallo, hier ist Julian. Wie geht's, Winder? Wie geht es an den Pokémon? Mein Radfahrt ist voller Energie. Oh ja, yeah, ich habe es geschafft, ein starkes Softcon zu besiegen. Ich muss mein Team verstärken. Bis später! Greg! Hallo, hier ist Greg. Wie geht's, Winder? Wie geht es deinem Pokémon? Mein Raupi ist voller Energie. Oh ja, ich habe es geschafft, ein starkes Softcon zu besiegen. Ich muss mein Team verstärken. Bis später. So, und jetzt Professor Lind. Hallo, Winder. Wie geht es dem Ei? Wie? Etwas ist geschlüpft. Wow. Was für ein Pokémon ist es? Bitte komm und zeig es mir. Na gut, dann zeigen wir es mal. Gehen wir also wieder zurück. Aber jetzt haben wir zumindest die Anrufe auf Route 32 auch durchgemacht. Also, zurück nach Neuborgia. Halt, das war eins zu früh. Ein Knofensor, ein wildes. Los, Togepi! Einfach mal Charme, damit du auch mal was machst. Oh, charmant. Au, armes Togepi. Okay, wechseln wir auf Visor. Einige wird hier nichts bringen. Was trotzdem, Leute? Einfach nur, damit wir es mal gemacht haben. Tackle.
Wenn wir gerade hier sind, heilen wir auch kurz unsere Pokémon. Professor Lynn soll Togepi in Topform sehen. Winder, du siehst großartig aus. Was? Dieses Pokémon? Es ist aus dem Ei geschlüpft. Also schlüpfen alle Pokémon aus Eiern? Nein, vermutlich trifft das nicht auf alle Pokémon zu. Es wartet wohl noch jede Menge Forschungsarbeit auf uns. Danke, Winder. Du hilfst uns beim Aufklären vieler Pokémon-Mysterien. Bitte nimm dies als Zeichen unserer Wertschätzung. Winder erhält Ewigstein. Das ist ein Ewigstein. Einige Pokémon entwickeln sich weiter, wenn sie einen bestimmten Level erreichen. Ein Pokémon, das den Ewigstein trägt, wird sich aber nicht entwickeln. Gib ihn einem Pokémon, das sich nicht weiterentwickeln soll. Danke, aber ich möchte ja, dass sich meine Pokémon entwickeln. Im Normalfall zumindest. Also wird der auf den PC abgelegt. Winter, ich rufe dich an, wenn sich etwas tut. Okay. Dann war's das, dann gehen wir wieder weiter. Ein wildes Taubsi. Los, Togepi! Charm! Das Taubsi ist schneller als Togepi. Naja. Los, Visor! Das Beinigler. Das Haupt ist schneller als Visor. Ein Visor. Level 3. Einmal Charme. Gerade noch 2 Schadenspunkte. Los, Visor! Immer noch 2 Schadenspunkte. Einigler, dann ist es hoffentlich nur noch einer. Immer noch 2 Schade. Naja, Tackle. Und wieder ein Visor. Level 2 dieses Mal. Charme. Und dann darf Visor nochmal kämpfen. Ein Igler. Jetzt aber nur noch einer. Nein, trotzdem. Okay, dann muss ich Visor wieder wechseln. Voltilam, du bist dran. Hier auch noch 2. Naja, Heuler! Und Tackle. Thank you.
Greg ruft an. Winder, howdy. Ich bin's, Greg. Ist es heute nicht schön? Meine Rappe sieht toll aus. Ich wünschte, ich könnte es dir zeigen. Oh yeah, ich habe es geschafft, ein starkes Knuffenser zu besiegen. Ich muss mein Team verstärken. Bis später. Wie sie mich immer anrufen, Leute, und sagen, ja, ich habe ein starkes Safcon besiegt. Es kann nur härten, es kann nur besiegt werden. Oder Knuffenser als Käfersammler. Käfer-Pokémon sind stark gegenüber Pflanzen-Pokémon. Dieses arme Knuffenser, auch wenn es stark war. Okay, legen wir den Ewigstein ab, Leute. Die Wundersaat würde ich gerne behalten. Sobald wir mal ein Pflanzen-Pokémon haben, Leute, würde ich dem Pokémon das gerne geben wollen. Aber Ewigstein kann weg. So, kurz sortieren. Ich finde den Ewigstein besser als die TM. Oder auch besser. Der Ewigstein kommt nach oben, Leute. Dann kommen die Kampf-Items und dann kommen die TMs. So. Gehen wir einkaufen. Ich hätte gerne ein paar Pokebälle. Wie viele besitze ich? 5. Dann möchte ich auch 5 Pokebälle kaufen. Geht nicht. Ich kann nur 4 kaufen. Dann kaufe ich 4 Pokebälle. Und dafür nochmal ein Gegengift. Wie viele Gegengifte haben wir jetzt? 7. Ist doch in Ordnung. Okay, Leute. Dann machen wir heute hier Pause. Wir sehen uns dann morgen wieder in der silbernen Edition.